herzlich willkommen. Ich versuche das Thema mal zu beschreiben. Die Gigabit-Gesellschaft bezeichnet eine Gesellschaft, die von breitbandigen Internetanwendungen in allen Lebensbereichen geprägt ist und betont dabei die Notwendigkeit entsprechender Infrastrukturen. In Berlin befinden wir uns allerdings eher noch in der Megabit-Gesellschaft. Die Leitfragen, die uns für die nächsten 40 Minuten beschäftigen sollen, sind: Was sind Anwendungsfälle und wie profitiert die Zivilgesellschaft, auch gerade in einer Stadt wie Berlin, davon? Wie kann nun dieser Weg in die Gigabit-Gesellschaft aussehen? Wie ist es um die Partizipation bestellt und welche Regulierungen sind nötig oder auch nicht? Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, dieses Thema moderieren zu dürfen und möchte zunächst unsere Diskutanten auf die Bühne bitten. Herrn Alexander Holz, Managing Director in der Strategieberatung von Essentia. Er hat sich viel mit dem Thema Smart City beschäftigt. Nein, falsch, er hat das Thema Smart City gegründet. Bitte. Als nächstes haben wir den Bereichsleiter des Vodafone Deutschland Produktmanagers, Herrn Zoltan Bickel, hier. Er hat bis 2012 die Markteinführung von LTE geleitet. Herzlich willkommen. Und nicht zuletzt begrüßen wir aus den Ingenieurswissenschaften Professor Dr. Thomas Wiegand, Executive Director im Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut. Und er wird uns mit einem kurzen Impulsvortrag hier direkt einstimmen. Ja, okay, es funktioniert. Hallo. Die letzten 20 Jahre hat das Internet, wie Sie alle wissen, die Kommunikation zwischen Menschen grundlegend verändert. Was jetzt passieren wird, ist, dass wir alles andere anfangen zu vernetzen. Dinge und Maschinen und sich bewegende Objekte. Und diese Art von Vernetzung wird es dann erlauben, dass diese Dinge, die wir da verkoppeln mit dem Computer, dass wir diese Dinge im Computer dann modellieren können. Wir haben dann eine digitale Version eines Fahrzeuges, des Verkehrs, eines Hauses und so weiter im Computer. Mithilfe dieser Kombination aus der Vernetzung, dem Datenabgleich und dem Computermodell können wir simulieren, was passiert, wenn wir was tun. Das führt dazu, dass sich so ziemlich alles verändern wird, und zwar in einem Maße, der heute noch gar nicht absehbar ist. Diese Veränderung mit der Kommunikation zwischen den Menschen hat ja dieses Thema grundsätzlich umgekrempelt. Was vor 10 Jahren undenkbar war, machen wir jetzt in diesem Bereich. Stellen Sie sich das Gleiche vor für dieses andere Thema. Das Problem dabei ist, keiner weiß so genau, was wirklich ziehen wird, was funktionieren wird, was ökonomisch und technisch sinnvoll ist und was nicht. Es gibt nur einige Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie definitiv tun müssen. Das Smartphone war zum Beispiel nicht antizipiert, in dem Sinne, dass es eben diese Funktionalität hat. Ja, das heißt also, vor 2007 war das nicht klar, dass es so aussehen würde. Das Gleiche gilt jetzt auch für diese Sachen. Und wenn jemand wüsste, wie das Internet der Dinge, diese anderen Sensoren und der Maschinen und der Bewegung, wie dieses Internet funktioniert und wie man dort die Revolution machen könnte, würde diese Person es Ihnen natürlich nicht erzählen, sondern sofort eine Startup-Company gründen damit. Aber was sind die Dinge, die man notwendigerweise tun kann, von denen wir wissen, dass sie uns voranbringen können? Und eine Sache ist klar, die notwendige Bedingung für diesen Schritt der Effizienz, den ich Ihnen gerade erklärt habe, ist Internetanbindung und Datenverarbeitung. Und ich meine Effizienz in mehrerlei Hinsicht. Effizienz im Sinne des Energieverbrauchs. Wir sind ganz klar an der Grenze dessen, was wir dürfen, wahrscheinlich schon drüber. An der Grenze der Sicherheit. Die Anzahl der Verkehrstoten steigt zum Beispiel. Und die Verbesserung der Effizienz von Maschinen. Roboter sollten 2-3 Mal so schnell arbeiten können wie jetzt. Im Moment sind die alle begrenzt und so weiter. Ich kann Ihnen ein paar Beispiele nennen, was man alles machen kann. So richtig klar ist es nicht, was wirklich am Ende funktionieren wird, was ziehen wird, aber wir wissen, alle anderen sind dran und es ist technisch möglich, jetzt ein paar Schritte zu gehen. Was sind die Schritte?
Wir können zum Beispiel den Datendurchsatz erhöhen, weil ja dieses Prinzip, was ich erläutert habe, wir erfassen Dinge über Sensoren und transferieren die Daten in den Computer, um festzustellen, um zu simulieren, wie es sich verhalten wird. Dazu brauchen wir eine Menge Datenübertragung. Dazu müssen wir zweierlei lösen. Wir müssen einmal die Menge an Bits, die von A nach B transportiert werden können, erhöhen können. Wir müssen das auch schneller tun, weil zum Beispiel ein sich bewegendes Fahrzeug Reaktionszeiten von einer Millisekunde braucht. Und im Moment, wenn Sie einen Ping ins Netz schicken, dann kriegen Sie nach 100, 200 Millisekunden eine Antwort. Und Sie müssen viel, viel mehr Sensoren erfassen. Also Sie müssen das Hundertfache an Sensoren erfassen, um wirklich genau die Umwelt modellieren zu können. Das Ganze hat natürlich ambivalente Züge. Ja, wenn Sie jetzt sagen, als in der Politik, wir wollen jetzt diesen Ausbau, Sie müssen zum Beispiel dann Glasfaser ausbauen. Jedes Mal, wenn Sie die Straße aufgraben, dann sollten Sie zumindest ein Leerrohr oder ein dunkles Kabel reinlegen, sodass, wenn es dann mal benutzt werden wird, Sie das auch nicht wieder, die Investition nicht haben, die Straße aufzugraben. Aber das Ganze hat ambivalente Züge. Weil, ich gebe mal ein Beispiel. Verkehrsschilder sollten digitalisiert werden. Das heißt, zusammen mit der Position Ihres Telefons und Ihres Fahrzeuges wissen Sie, in welcher Geschwindigkeitszone Sie sind. Das würde Ihrem autonomen Fahrzeug helfen, das würde Ihnen helfen zu wissen, ob Sie zu schnell, zu langsam fahren. Da kommt natürlich sofort der Gedanke, kriege ich dann auch automatisch ein Verkehrsticket ausgestellt, wenn ich zu schnell fahre. Ja, also alles, was wir hier reden, erzeugt so eine Mischung aus, okay, das wäre super, wenn das funktioniert, ja, wenn die Müllabfuhr cleverer abläuft, wie zum Beispiel in so einem Test in Barcelona, oder wenn wir weniger Energie verbrauchen würden in unseren Häusern. Auf der anderen Seite haben wir diesen Aspekt mit, oh, was heißt denn das jetzt für mich? Wie verändert sich meine Freiheit? Wie verändert sich meine Privatsphäre? Und das ist so der Bereich, in dem wir uns auch und bewegen. Wir forschen natürlich an der Technik, wir sind Ingenieure bei uns, aber wir behalten das auch im Blick, was die anderen Sachen ausmachen, und ich glaube, dass meine Diskussionspartner da auch viel zu sagen werden. Ich glaube, das ist so ungefähr das, was ich spontan Ihnen dazu sagen kann. Nun soll ja diese schnelle Infrastruktur auch das ökonomische und soziale Wachstum vorantreiben. Welche Anwendungsfelder ergeben sich denn für eine Stadt wie Berlin zum Beispiel im Bereich Smart City? Entschuldigung. Danke. Ja, so. Erstmal einen wunderschönen guten Mittag. Stichwort ökologische, soziale Nutzen von technologischen Anwendungen. Also da kann ich Ihnen eine tolle Studie empfehlen, die nennt sich Smarter 2030. Letztes Jahr bei der UNO in Bonn veröffentlicht. Dort haben wir zusammen für 30 große Informations- und Kommunikationstechnologieunternehmen, wie zum Beispiel British Telecom, Verizon, Deutsche Telekom, ausgerechnet, was ist denn so der Nutzen, zum Beispiel im CO2. Und dann stellt man fest, und dann konkret auch auf die Stadt Berlin umgerechnet, dass wenn man an 12 Anwendungsfällen, und ein Anwendungsfall ist der von Ihnen schon zitierte Smart Home, wo natürlich der Smart Meter ein elementarer Bestandteil ist, oder auch Connected Car, wo da eben weniger Staus da sind, weniger Unfälle sind entsprechend, dann kann man bis 2030 12 Gigatonnen CO2 einsparen. So, wer von Ihnen weiß, der 12 Gigatonnen ist jetzt viel oder wenig, 12 Gigatonnen? Der Herr hier vorne sagt, verdammt viel, ne? Genau, verdammt viel. Nämlich so viel CO2, wie die ganze Welt bis 2030 zusätzlich emittieren wird. Würde also bedeuten, wenn wir das machen, also ein bisschen mehr Breitband, ein bisschen mehr Connected Car, ein bisschen mehr Smart Home, dann können wir CO2-neutral wachsen. Und wir werden ja wachsen, denn die Inder und Chinesen und Südafrikaner und Nigeria mit 800 Millionen Einwohnern im Jahre 2100, 800 Millionen Nigeria, wollen wachsen. Die wollen so schöne Sakkos anhaben wie wir und schöne Kleidungsstücke. Das heißt, das wäre schon ganz cool, wenn wir da vielleicht nicht 12 Gigatonnen, aber vielleicht 6 Gigatonnen erreichen würden. Wäre auch mal was. Und wir könnten allein im Automobilbereich 700.000 Verkehrstote weniger weltweit haben. Auch eine Zahl. Und wir haben das verdammt konservativ gerechnet. Da kann man auch nochmal sagen, schicht nochmal den Berater 50% ab. Immer noch lohnt sich das Ganze zu gehen.
Und das ist eigentlich so also die Anwendungsfälle von Smart Home, Smart Meter im Energiebereich, dann im Mobilitätsbereich, Connected Car, autonomes Fahren als ein Bestandteil. Die sind alle schon irgendwie da und Sie kennen das technologisch viel besser. Ich bin nur profaner Sozialwissenschaftler, namentlich BWLer. Das ist ja keine Frage der Technik wirklich, sondern es ist eine Frage der Regulatorik. Wann lässt der Regulator bestimmte Dinge zu, die technologisch schon echt gut durchdacht sind? Ne? Und da wollen wir eben sozusagen wir als Accenture Strategy unseren Beitrag leisten und auch mal die positiven Seiten von bestimmten technologischen Anwendungsfällen aufzeigen, kalkulieren und sagen, hey, das, lieber Regulator, ist auch drin. Du kannst, die Risiken sind auch klar und wir in Deutschland diskutieren ja auch sehr gerne und sehr gut Risiken. Und der Vorteil davon muss auch diskutiert werden, nämlich zum Beispiel 700.000 weniger Tote im Verkehrsbereich weltweit, nicht in Deutschland. Da liegen wir nur bei 6.000 Toten. Und Dr. Wiegand, genau. Da gerne drauf antworten. Also, ja. Mit der Technik, dass das alles erledigt sei. Erledigt noch nicht, da ist noch viel zu tun. Also, ich gebe mal ein paar Beispiele, wo es klemmt. Die ganze Batterietechnik ist im Argen. Ja, wir haben riesen Anforderungen an den Energieverbrauch von Geräten. Gerade bei der Elektromobilität zeigt sich, wie schwierig genau dieses Thema ist, weil die Energiespeicherkapazität proportional zum Gewicht ist. Und da gibt es eine fundamentale Grenze. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie diese Batteriefahrzeuge jetzt zum Beispiel wirklich überall funktionieren sollen mit deren ganzen Problemen, die sie haben. Da braucht man eine andere Energiespeichertechnik. Die Übertragungstechnik ist ein riesiges Problem. Zum Beispiel ist bei der Glasfaser, fangen wir jetzt langsam an, in Bereiche zu kommen, wo die nichtlinearen Verzerrungen der Glasfaser eine Rolle spielen und der Übertragungskanal sozusagen abbricht zu funktionieren. Das heißt, wenn wir noch weitere Terabits übertragen, dann fangen wir an, da in Probleme zu kommen. Bei der Rechentechnik merken wir, wenn wir Computer kaufen, dass die Gigahertz, mit denen die getaktet sind, nicht unbedingt gewachsen sind, sondern dass es in Richtung parallel geht. Das ist keine Absicht gewesen, sondern das ist eine Frage der Begrenzung der Physik. Also bei all dem, was wir machen, klar, es wird allen immer so verkauft, als ob die Technik so entspannt, größer, schneller, besser wird. Aber die Wirklichkeit ist die, dass es an vielen Enden gleichzeitig knarscht und dass auch in diesem Bereich man sehr sinnvoll hingucken muss, was ist der richtige Schritt und was nicht. Genau, also ich habe es gerade mal eingeblendet, also das sind ja große Versprechen, die hier aufgemacht werden, ne? Also 100-mal höhere Datenrate als heutige LTE-Netze, 1000-fach höhere Kapazität, 100 Milliarden Mobilfunkgeräte gleichzeitig ansprechbar und diese ganz niedrigen Latenzzeiten von unter einer Millisekunde, wobei ob jetzt die Textnachricht in einer Millisekunde oder in 100 Millisekunden ankommt, das macht natürlich überhaupt gar keinen Unterschied. Mich würde jetzt interessieren, Herr Bicke, aus Ihrer Perspektive, was sind denn da die wichtigsten neuen Anwendungsformen? Ja, also wie kommen wir denn dann auch dahin? Klar, also bei den meisten Textnachrichten ist es in der Tat nicht so interessant, ob die jetzt innerhalb von einer Millisekunde oder innerhalb von 100 Millisekunden ankommt, mag da trotzdem welche geben, aber es sind natürlich die anderen Anwendungsfälle, wo das besonders wichtig ist und wir haben es gerade gehört, wenn ich Verkehrstote reduzieren will, wenn ich den Straßenverkehr sicherer machen will, dann ist es halt total wichtig, dass diese Kommunikation zwischen den Autos mit unter 10 Millisekunden funktioniert. Und da ist es auch nochmal wichtig, dass es nicht nur das Netz muss natürlich auf der einen Seite schneller werden, dafür brauchen wir viel mehr Glasfaser im Boden. Das heißt, wir wissen auf der einen Seite schon, wie es funktioniert, aber es müssen die Weichen richtig gestellt werden, dass es auch passiert. Das bedeutet, wir reden hier nicht nur über Wireless-Networks. Nein, also Wireless ist ja immer der letzte Teil dann nur, ne? Also zu dem Endgerät oder zu dem Handy. Aber um diese Datenmengen, über die wir hier sprechen und die entsprechenden Geschwindigkeiten in der Latenz zu realisieren, muss viel mehr Glasfaser an die Mobilfunkstationen gelegt werden, um das realisieren zu können. Und da reden wir halt dann wirklich über das Thema Gigabit und müssen da deutlich investieren und dafür müssen die Weichen richtig gestellt werden und nicht in Sackgassen führen. Mhm, mhm.
Ja, ich wollte noch mal ganz kurz auf die Studie der Fraunhofer, des Fraunhofer-Instituts eingehen. Und zwar werden dort Szenarien vorgestellt, die so verheißen, dass die Gigabit-Menschen jetzt viel gebildeter und viel aufgeklärter und selbstbestimmter und kreativer sind als wir heute. Sie machen Open Everything, Do It Yourself. Glauben Sie tatsächlich, dass dafür allein das schnelle Netz das Ausreichende ist? Ja, das Ganze erlaubt es, dass sie das daraus machen können. Sie haben immer das Problem, dass sie alles auf verschiedenste Art nutzen können. Sie können eine Axt nutzen, um damit einen Baum zu fällen und damit ein Haus zu bauen, aber sie können auch die Axt anders nutzen. Das will ich jetzt hier nicht ausführen. Die Freiheit, die da ermöglicht wird mit diesen Technologien, die ist enorm. Und wenn wir das Ganze in unseren gesellschaftlichen Prozess einbinden, auch in unser Verständnis, wie die Gesellschaft funktioniert, dann haben wir auch eine Chance, das mitzugestalten. Also schauen Sie sich das jetzige Internet an. Das ist gestaltet von Leuten, die ein anderes Verständnis von Privatsphäre haben als hier in Europa. Und wir können da zwar reden, aber wir können eigentlich nicht mitreden, weil wir bei den großen IT-Themen, bei den großen sozialen Netzen leider nicht mitspielen. Und wir müssen aus meiner Sicht, um zum Beispiel die positiven Dinge aus unserer Sicht umzusetzen für diese Zukunftsthemen, müssen wir die Technologien mitsetzen. Und da ist es natürlich, Sie hatten gesagt, die eine Millisekunde mit der Textnachricht, klar, das ist dafür irrelevant, aber wenn Sie in Ihrem Fahrzeug gewarnt werden, dass zwei Fahrzeuge vor Ihnen ein Kind auf die Straße läuft, dann brauchen Sie die Millisekunde. Wobei sich dann natürlich sofort ethische Fragen anschließen an das Thema, wie das Fahrzeug dann verhält, aber da können wir vielleicht später noch drauf zurückkommen, auf die Haftungsfragen. Ja, ich finde diese Beispiele sehr gut. Zwei Punkte fallen mir dazu ein. Der eine Punkt ist, wie organisiere ich das, was da alles steht? Und das andere ist die Vernetzung zwischen den einzelnen Punkten. Stichwort Organisation. Meine Erfahrung ist, oder das, was da steht, ist die Organisation von uns selbst, von uns einzelnen Leuten. Ne? Ich kann als Option mein soziales Leben durch die ganze Mobile, Social etc. Echtzeit anders organisieren. Ich kann es auch nicht. Ich kann es auch lassen. Und ich kann nachhaltiger leben dadurch. Ich kann es auch lassen. Also das ist die einzelne auf der individualen Ebene und das, finde ich, funktioniert sehr gut. Immer mehr Leute machen bestimmte Dinge. Das ist ein rein Diffusionsprozess, der dauert ein bisschen Zeit, ein bisschen Überzeugung, eine Generationsfrage, was auch immer. Das andere ist die Organisation zwischen dem Staat als Moderator und Verwalter von bestimmten Prozessen und uns, den Bürgern, der Wirtschaft, wem auch immer. Und da, glaube ich, hapert es ein bisschen. Da ist, wer mein Stichwort, so Anspruch und Wirklichkeit. Wir sitzen ja hier auch in Berlin und da ist ja auch der Anspruch immer so hoch, jedenfalls von den Nicht-Berlinern. Und also Anspruch und Wirklichkeit heißt, wir wollen eine Smart City werden. Genau. Und konkret, wenn ich dann in Behörden gehe oder andere sind, da läuft schon einiges ganz gut, aber könnte noch viel mehr sein. Oder die Vernetzung zwischen den einzelnen Verkehrsträgern könnte noch besser werden. Also, und dann, was ist Smart City dann? Wie organisiert eine Verwaltung diesen Prozess? Dass es Firmen gibt, die ganz viel machen wollen, aber die Stadt kein Geld hat. B, Verwaltungsstrukturen, die sehr kompliziert sind, Senat, Bezirke etc., und auch keinen richtigen Ansprechpartner hat. Ja? Wie schafft eine Stadt das? Ich habe Smart City Cologne 2012 mit aufgebaut, also nicht gegründet, das Thema wirklich haben ganz schlaue Menschen 40 Jahre vorher schon identifiziert. Aber weil wir in Amsterdam so etwas aufgebaut haben, das recht erfolgreich lief, Smart City Amsterdam, habe ich gedacht, das mache ich mal in Deutschland. Und das war echt nicht einfach 2011, 12, 13, weil erstens gibt es keinen Ansprechpartner, es gibt keinen Smart City Beauftragten. Wenn es den gibt, dann ist die Wahl ein Jahr voraus, da passiert so nichts mehr. Oder die Wahl war schon ein Jahr zuvor, dann ist auch alles festgeschrieben. Es gibt irgendwie so ein ganz kurzes Zeitfenster, wo man mal was verwirklichen kann. Das ist dann schon fast Zufall. Und wirklich nur die großen Städte, und davon reden wir, haben wir irgendwie in Deutschland 4, 5, 6, sind wirklich, haben die Kraft oder die hätten das Attraktivität und auch die Masse,
für größere Firmen auch Dinge zu machen. Sobald eine Firma klein ist, habe ich in Würzburg erlebt, Stichwort Carsharing. Würzburg ist ja nun mit 300.000 keine kleine Stadt, so ein typisches deutsches Mittelfeld. Aber die sind schon zu klein, um verschiedene One-Way Carsharing-Anbieter anzuhaben. Also DriveNow, Car2Go, die sagen, also dass da einer ja, einer ist okay, weil der lohnt sich irgendwie nur so halb. Leider fehlt uns aber heute die Senatorin hier tatsächlich, die da vielleicht hätte drauf antworten können auf dem Panel. Was ist eigentlich, was muss da von Seiten der Politik passieren? Aber ich denke auch, dass es was mit Inklusion zu tun hat. Also ich denke, da ist auch ein ganzes gutes Stück Bildung notwendig, Förderung von Bildung in entsprechenden Bereichen. Also ich sehe heute nicht, dass in der Schule das Thema Technikkompetenz so massiv vertreten ist, wie es vielleicht nötig wäre, um so einen Bürger hier, so einen Gigabit-Menschen später zu haben, der das begreift oder auch selber machen kann, womöglich. Gern. Das ist interessant, ich habe 3 Töchter und sozusagen dadurch ein bisschen Bildung ganz hands-on. Da weiß ich, das hängt, glaube ich, sehr von der Schule ab und sehr von mir. Da würde ich wenig ein Pauschalbild machen. Ich bin da ganz happy mit meiner Schule, in Anführungsstrichen. Aber dieses Thema Organisation und Staat ist auch ein anderes Rollenverständnis. Es wäre doch toll, wenn wir sowas hätten als Bürger von Berlin, sei es mit dem Smartphone, wo man was fotografieren kann und dann an irgendeine E-Mail-Adresse schicken kann und da ist jemand, der sammelt das und der baut das dann, da entsteht Dreck, da entsteht gefährliche Ecken, da entsteht, ist irgendwas kaputt, so ein B für so eine Uhr, ne, bei der Sommerzeitumstellung, dann sind die Hälfte der Uhr nicht umgestellt. Also ich habe das in der Schweiz gebaut, für ein Schweizer Unternehmen, 20.000 solcher Tipps pro Woche, nach dem Motto, da ist was dreckig am Bahnhof X. Zum Thema Gesundheit? Ja, genau. Also vielleicht nochmal das Ganze auf eine vielleicht nicht ganz so offensichtliche Ebene zu heben. Im Bereich Gesundheit ist es ganz häufig so, dass das Thema Daten überhaupt nicht wirklich funktioniert. Wenn Sie in Berlin mit einem Krankheitsbild in die Krankenhäuser gehen, wie Vantes oder Charité, dann sind die Standards, mit denen Sie dann entlassen werden, ganz unterschiedlich. Beim einen kriegen Sie Antibiotika, beim anderen nicht und so weiter und so weiter. Das Datenthema im Gesundheitswesen, in der Diagnose vor allen Dingen, ist enorm, ist riesig. Wir sind zum Beispiel in einem Brustkrebsprojekt, wo es um Machine Learning geht, um zu erkennen, wie viele Brustkrebszellen, welches Typus sind dort vorhanden. Im Moment ist so eine OP so, dass geschnitten wird und dann guckt jemand drauf und sagt, es wird weitergeschnitten oder es wird nicht weitergeschnitten, anhand einer bestimmten Zellart, die er da findet. Da gibt es nichts Quantitatives. Ja, und das ist natürlich ein Thema, was enorm wichtig ist. Sie können das ausdehnen auf alle möglichen Krebsarten, aber auch auf andere Krankheiten. Die quantitative Diagnose, die Erfassung von Daten hängt einfach. Die ist noch lange nicht dort, wo wir eigentlich glauben, dass sie sein müsste oder könnte. Dann das Thema Herzinfarkt was passiert zum Beispiel vor einem Herzinfarkt? Wir wissen es einfach nicht, weil ja die Leute, die haben das dann auf einmal. Wir könnten das aber mit Sensoren monitoren. Wir könnten in dem Moment, wo etwas passiert, den Alarm schlagen und der Krankenwagen könnte schon neben einem stehen, wenn man diesen Herzinfarkt hat. Man könnte, wenn man eingeliefert wird ins Krankenhaus, mit so einer Blackbox eingeliefert werden, dann wissen die Ärzte, die einen da empfangen, schon besser Bescheid, was los ist. All das passiert nicht oder es passiert nur begrenzt und teilweise in so einem komischen Umfeld und privat und mit Forschungsprojekten, aber so der große Push der gesamten Gesellschaft geschieht nicht und es ist wiederum ambivalent, weil auf der einen Seite, okay, es wäre gut, wenn ich meine Daten monitore und beim Herzinfarkt wäre alles da. Auf der anderen Seite, was ist mit meiner Privatsphäre? Dass man das eine und das andere nicht ignorieren kann, ist klar, dass man aber clever sein muss, wie man das regelt und dass man das richtig aufsetzt, dass es für die Leute funktioniert und dass wir da vorankommen. Weil ich glaube, man kann ja über verschiedenste Aspekte des Fortschritts diskutieren, ob man es will oder nicht. Aber ich bin der Meinung im Bereich Gesundheit, da habe ich noch niemanden gehört, der nicht der Meinung ist, dass eine bessere Krebsdiagnose ein guter Schritt wäre. Also
gerade in dem Zusammenhang Gesundheit ist auch nochmal vielleicht ein Beispiel, wo man eben dann doch auch die eine Millisekunde Latenzzeit braucht, zum Beispiel um auch aus der Ferne heraus Operationen vornehmen zu können. Also wenn man sich vorstellt, in vielen Bereichen sind vielleicht auch nicht die Spezialärzte, die man gerade bräuchte, um eine dringende Operation durchführen zu können, dann kann man sich eben schon vorstellen, und da gibt es ja entsprechende Versuche auch, eben dass man durch zukünftige, ich sag mal, Roboter oder andere, ich sag mal, technische Hilfsmittel auch Operationen über weite Entfernungen durchführen könnte, wo ich dann natürlich auch wieder die entsprechenden Latenzzeiten brauche, um dann genau genug schneiden zu können, ja, wenn es sein muss. Ja, ich würde jetzt tatsächlich gerne nochmal, nachdem wir jetzt so in dieser Zukunftsvision waren, doch nochmal konkret auf die Frage eingehen, wie kommen wir jetzt dahin? Also was ist dafür nötig? Wer macht's und wem gehört das? Dazu habe ich ein ganz interessantes Statement von dem Telekom-Chef Höttgens vom 10. Forum der Bitkom mal rausgesucht. Fand ich sehr spannend. Ich hoffe, das Video spielt gleich ab. Ja. Will das der Kunde? Und die Frage stelle ich mir als allererstes, was will eigentlich der Kunde? Der Kunde liebt ja diese Internet-Services, die er vom internationalen Wettbewerb hat. Entschuldigung, das ist tatsächlich der falsche Einspieler, hier ist das schiefgegangen. Also er sagte, weil er so fest, er war unheimlich fest davon überzeugt, ja, also dass es viel mehr Dynamik in diesem Infrastrukturwettbewerb geben könnte, wenn dann nicht immer alle auf die Telekom warten würden, was die für Marktpreise sozusagen vorlegen, und stattdessen einfach mal selber überlegen würden, wie schaffe ich denn Infrastruktur, und er forderte sogar also mehr Konkurrenz zur Telekom. Ja, das kann ich natürlich nur begrüßen, wenn es mehr Konkurrenz zur Telekom gibt, und da arbeiten wir ja auch kräftig mit. Aber es macht natürlich jetzt auch keinen Sinn, zum Beispiel, dass jeder die Straße selbst aufreißt und sozusagen fünfmal jetzt Glasfaser verlegt wird. Und da brauchen wir halt entsprechende regulatorische Anreize, dass das einmal verlegt wird und dann Wettbewerb entsteht und das dann mehrere nutzen können, aber dass es auch einen Anreiz gibt, es eben einmal zu verlegen. Ja, also im Prinzip gibt es ja in anderen Ländern, beispielsweise Schweden, auch andere Modelle, wo beispielsweise Kommunen oder auch Privatpersonen die letzte Meile von hinten aufrollen, ja, also sprich selbst bezahlen und somit dann aber auch ein neutrales Netz und einen ganz frei zugänglichen Markt für verschiedene Dienstanbieter dann auf diesem Netz möglich ist. Also das kann durchaus interessant sein, und wir gucken uns gerade auch sehr viele solche Kooperationsmodelle an, weil es macht wirklich keinen Sinn, dass, wie gesagt, nochmal jeder die Straße aufgräbt. Da kommt es darauf an, dass man jetzt sinnvolle Kooperationsmodelle aufsetzt, sodass wer, und das können gerne die Kommunen sein, wenn die irgendwo Leerrohre verlegt haben oder Glasfaser, dass dann auch mehrere Anbieter die nutzen können, sodass es dann auf der Diensteseite auch wieder Wettbewerb gibt. Richtig, denn ich denke, so eine Trennung von Netz und Dienst wäre durchaus etwas, worüber man mal nachdenken könnte. Auf der anderen Seite geht es ja auch ganz viel um Mobilfunkfrequenzen. Huawei sagt da zum Beispiel, aber nicht allein Huawei, warum erwähne ich überhaupt immer Huawei? Also sind ein führendes Technologieunternehmen in diesem Bereich und haben auch sehr empfehlenswert eine 5G-Vision rausgebracht, die sich auch mal lohnt zu lesen, da habe ich die ganzen Sätze geklaut. Genau, also die sagen jetzt, sie hätten gern von 500 Megahertz bis 1 Gigahertz irgendwie ganz viel Spektrum und ganz viel Brandweite. So, jetzt mal ich als Freifunkerin, ja. So, das ist ja gut und schön, und nun werden die Frequenzen immer weiter so an die Telcos zur exklusiven Nutzung versteigert, und gerade auch der neue LTU-Standard kratzt ja sogar an den lizenzfreien Bändern. Ist es denn dann überhaupt noch tatsächlich möglich, dieses Open Everything, die Forschungsfreiheit, die Selbstbestimmtheit der Zivilgesellschaft überhaupt zu realisieren, wenn wir da gar keine lizenzfreien Bänder mehr haben oder nur ganz wenig und wir alles privatisieren, oder wie könnte das dann zukünftig aussehen? Okay, also vielleicht mal, da sollte man vielleicht mal ganz kurz drüber reden. Also ja. Ein effizientes Mobilfunknetz hat ganz viel Glasfaser drin, weil das wirklich nur der letzte Teil ist. Der Energieverbrauch im Funk ist Größenordnungen höher pro Bits als in der Glasfaser. Das heißt also, wenn Sie es schaffen, möglichst viel Faser überall hinzuführen, können Sie mit Antennen, die möglichst dicht an Ihnen dran sind,
weniger Funkbelastung und weniger Spektrum und weniger Energie verbrauchen. Es gibt ja Leute, die klagen, weil sie eine Mobilfunkantenne in dem Kirchturm dort sehen. Das ist genau das Falsche. Wenn man die sieht, dann ist nämlich das Hauptproblem von Funk, und zwar das Telefon am Kopf, das ist das Hauptproblem. Das strahlt nämlich ab und die Abstrahlenergie ist mit dem Quadrat und noch viel stärker, wird die gedämpft, wenn man sich wegbewegt. Ja? Das heißt also, je weniger, je dichter oder je besser das System gebaut ist, konfiguriert ist, je weniger Energie sie in die Luft bringen, desto energieeffizienter sind sie, desto besser ist es für die Gesellschaft und so weiter. Die Benutzung jetzt von lizenziertem oder nicht lizenziertem Spektrum ist letzten Endes aus meiner Sicht nicht unbedingt eine Sache, die man direkt auf die Freiheit der Bürger und Forschungsfreiheit und so übertragen kann, weil am Ende wollen sie kommunizieren und es ist ihnen eigentlich egal, in welchem Frequenzbereich, mit welcher Bandbreite sie kommunizieren. Also Hauptsache, sie können das. Also ein nicht lizenziertes Spektrum, wo sie keinen Service haben, wo nichts funktioniert, gegenüber einem lizenzierten Spektrum, wo sie für ein Apple und ein Ei was kaufen können und es funktioniert, ist doch viel besser. Aber ja, ich will jetzt nicht das eine oder andere, ich glaube, dass es entkoppelt ist. Es geht um die Verfügbarkeit der Kommunikationsangebote im Spektrum. Naja, ich denke, dass es nicht entkoppelt ist, ob ich die Möglichkeit habe, sozusagen in einem bestimmten Spektrum zu forschen und Anwendungen zu machen. Vielleicht ist es für ein renommiertes Fraunhofer-Institut nicht so problematisch, meinetwegen eine Forschungslizenz für ein Band bei der BNetzA zu kriegen, wenn ich an Bürgerinitiativen denke oder an Start-ups, kleine Unternehmen, die dann sozusagen in eine Abhängigkeit geraten und auf den Goodwill sozusagen angewiesen sind, der Telcos, weil das ganze Spektrum verkauft ist und lizenziert ist in Privatauktionen. Also was wir zum Beispiel anbieten, ist in unserem Innovation Lab, dass wir natürlich kleinen Unternehmen die Möglichkeit bieten, in unserem Mobilfunknetz zu testen und dort auch eigene Dinge zu entwickeln und versuchen, die dort auch eindeutig einzubinden. Und wir haben das Problem auch erkannt. Wir sind gerade dabei, ein Testbed in Berlin aufzubauen, und zwar ein öffentliches, dass es gerade Startups und Forschungseinrichtungen erlaubt, das Funk als Interface zu benutzen. Und da ist dann die modernste Funktechnologie verfügbar mit den Eigenschaften, die relevant sind für die Verkehrs-App meinetwegen. Und das Gleiche planen wir auch indoor. Wir planen eine Halle an der TU Berlin, in der wir es erlauben, den Forschern dort, die zum Beispiel mit Smart Lighting arbeiten, damit zu arbeiten oder eben auch Startups dort ihre App zu testen, sodass die nicht gleich genau diesem Problem ins Auge sehen. Aber das ist, denke ich mal, das ist erkannt und ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass die Vodafones, die Telekoms dagegen sind, weil nämlich gerade die Startups, die clevere Apps bauen, die mit ihren Diensten dann funktionieren, das sind ja die Dinge, die dann den Traffic hochtreiben und die dazu führen, dass es läuft, oder? Also genau so ist es. Die Innovation findet ja dann auf der Anwendungsseite statt und die wollen wir natürlich auch ermöglichen und fördern die. Ja, unter Umständen auf der Anwendungsseite, aber muss ja nicht nur. Also es gab ja auch gerade zum Beispiel im Freifunkumfeld gerade TV-Whitespace-Experimente, wo auch Hardware entwickelt wurde. Und dafür ist es dann natürlich schon nötig, auch mal auf anderen Frequenzen zu experimentieren. Mich würde jetzt noch mal interessieren, wie sieht das denn mit der Partizipation aus? Also wie stellen wir denn sicher, dass das auch jeder tatsächlich, denn ganz ehrlich, in der digitalen Agenda steht ja nun drin, ja, wir wollen für alle dieses Internet, aber und wir machen das mit einem marktgetriebenen Ausbau. Aber das hat ja bislang jetzt wirklich nicht so gut und schon gar nicht für jeden funktioniert. Wie kann das denn in Zukunft besser werden? Was ist nötig? Ja, also Stichwort andere Selbstverständnis der Verwaltung. Die Verwaltung ist dann mehr sie stellt so eine Art Plattform zur Verfügung, auf der sich, und das ist eine technische Plattform oder das vielleicht gar nicht, vielleicht auch eine organisatorische Plattform, ja, auf dem sich dann die Beteiligten einer Smart City tummeln können und interagieren können. Die Verwaltung verknüpft mehr, also ein Tick moderatives Verständnis, was anders ist als heute. Und Verwaltung hat ja auch noch andere Aspekte, also ein bisschen anderes Verständnis als Verwaltung wäre das eine. Das andere ist, es muss dem Bürger wirklich sehr leicht gemacht werden und in dem Moment, wenn es
für wichtig erachtet, muss er seinen Impuls geben können. Das meinte ich vorhin mit dem Beispiel, ich sehe da, ich ärgere mich in dem Moment über das kaputte Schild der BVG, über die Anzeige, die oder die Uhr. In dem Moment ärgere ich mich. Ich war jetzt gerade noch tatsächlich bei dem Netzzugang. Also ich war noch nicht bei den Anwendungen. Ich bin noch beim Netzzugang und ich frage mich halt, brauchen wir vielleicht zukünftig sogar das Grundrecht auf den Gigabit-Access, um sicherzustellen, dass tatsächlich jeder angebunden wird? Ich bin kein Jurist, von daher gebe ich weiter an den Produktmanager. Ich bin auch kein Jurist, aber ich weiß nicht, ob man ein Grundrecht braucht. Ich meine, die Frage ist, wo entsteht denn der Mangel sonst? Ja, also ich glaube, solche Mindeststandards zu setzen als Grundrecht macht ja da Sinn, wo vielleicht Mangel entsteht. Das haben wir sicherlich in dem Bereich heute noch auf dem Land vor allen Dingen und da gibt es entsprechende Aktivitäten auch. Ansonsten, wo führt das hin? Wir müssen halt eher gucken, dass wir wirklich die Anreize schaffen, dass die Investitionen getätigt werden. Und dann brauche ich kein Grundrecht zu gründen. Vielleicht. Das ist der Investition. Ich glaube, am Wochenende war wieder das Beispiel. Europa krankt einfach an Investitionsmöglichkeiten. Und die sind regulatorischer Smart Regulatorik bedingt. Einfach innovationsorientierter Regulatorik. Wir haben ja so viel Geld. Ja? Geld ist so viel da, gerade in Europa. Jeder spart irgendwie für seine private Altersvorsorge und keiner weiß, wohin mit dem Geld. Und das wäre ein tolles Beispiel, wo es einfach gesagt, da investieren wir mal. Vielleicht macht das doch mal Sinn, nutzen Sie mal Ihre Smartphones und schauen Sie sich mal die Budgets der Ministerien an, also der Bundesministerien. Wofür geben die ihr Geld aus, das Wirtschaftsministerium und so weiter? Dann sehen Sie, dass eine Menge Geld ausgegeben wird für Dinge, die wir eigentlich schon irgendwie in den Griff bekommen haben müssten. Steinkohle, wir sind immer noch bei einer Milliardensumme für Steinkohle zum Beispiel. Landwirtschaft hätte eine Sache, die wir übrigens mit Digitalisierung auch versuchen können, in den Griff zu kriegen. Aber unabhängig davon, ich glaube, dass dieser Aspekt des Fortschritts, den haben wir in Europa recht gründlich verschlafen und in der Politik sind dann andere Dinge wichtig geworden und jetzt sind wir an dem Punkt, wo es die Politik sukzessiv erreicht, dass das schon eine Rolle spielen könnte, aber so richtig, es piekt nicht in der Gesellschaft, deswegen hängt wahrscheinlich auch die Wahl nicht damit zusammen und deswegen sind die Budgets in den Ministerien auch immer noch nicht so aufgestellt, dass wirklich ein Push aus Europa kommen könnte. Also die Investitionen in diesem Bereich sind irgendwie um die 20, also die Start-up-Investitionen 20 Milliarden in den USA und irgendwie 3-4 Milliarden in Europa. Das heißt, ich fasse zusammen, wir setzen weiter darauf oder wir hoffen darauf, dass die Politik da die richtigen Anreize setzt, oder? Nein, aber die müssen einfach ihren Teil, also allem, sie haben ein komplexes Szenario. Die ganzen Mitspieler arbeiten, agieren mit unterschiedlichen Interessen miteinander und die Politik muss ihre Hausaufgaben machen und einfach mal nicht nur sagen, dass das wichtig ist, sondern es auch mal umsetzen und dann auch die notwendigen Investitionen anstoßen. Clever, kapitaleffizient, aber sie müssen es mal machen. Und gerade Glasfaser ist so ein Thema, wo man einfach sagen muss, hallo, macht's mal. So, jetzt jeder noch einen Abschlusssatz. Genau, Die Politik soll nicht sagen, was wir machen, weil das sage ich selbst. Ja? Als Bürger eines freien Staates entscheide ich, was ich mache. Aber die Politik in Europa und in Deutschland sollte weniger langsam auf Veränderungen reagieren. Ich glaube, das ist der Punkt. Ja? Dass sie nicht uns sagen soll, da sollen wir hingehen, das hatten wir schon mal, brauche ich nicht mehr. Ja? Sondern, aber wenn man merkt, die Gesellschaft bewegt sich in eine Richtung, dann kann sie bestimmte Weichen stellen, etwas schneller als sonst. Das wäre meine Bitte an die nicht anwesende Politik. Ja, da kann ich mich anschließen und das andere ist, dass wir eine Chance haben, auch mit neuen Standards wie jetzt 5G, auch als Europa oder als Deutschland hier wieder führend diese Standards mitzusetzen und damit auch besser zu gestalten. Insofern fände ich schön, wenn wir vielleicht dann nächstes Jahr nicht nur Zitate hier von Huawei haben, sondern zum Beispiel auch von den entsprechenden Lehrstühlen und Forschungseinrichtungen in Deutschland, wo ja auch eine Menge zu 5G geforscht wird und wo wir uns wünschen, gemeinsam auch mit der Politik hier weiterzukommen. Die Veränderungen, die wir gesehen haben in den letzten Jahren über das Internet, das war erst ein ganz kleiner Anfang. Jetzt wird es richtig krachen mit der Vernetzung von Mobilität, Industrie,
und auch in der vernetzten Medizin und auch in der Big Data Medizin. Und wir haben in dieser, ich würde sagen, zweiten großen Welle der Digitalisierung oder der digitalen Welt die Chance mitzugestalten. Beim ersten Mal haben wir es ein bisschen verschlafen, beim zweiten Mal haben wir jetzt die Chance. Wenn wir die nicht ergreifen, dann ist der Ofen wahrscheinlich aus. Ja, dann vielen Dank an die Beteiligten hier auf dem Panel. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, aber ich glaube, in einer Hinsicht sind wir uns alle einig, ja? Kupfer ist kein Glasfaser und damit vielen Dank. Wir hätten noch Zeit für Fragen. Wir hätten noch Zeit für Fragen, wenn denn noch welche da sind, auch welche im Publikum. Bitte in das Mikrofon. Ich dachte, wir sind schon. Vielen Dank für den Beitrag. Eine Sache noch. Sie haben eben gesagt, dass die Politik so im Weg steht und innovationsfeindlich ist. Ich persönlich erlebe das eher andersrum. Ich erlebe, dass so Unternehmen wie die Telekom oder Vodafone extrem innovationsfeindlich sind. Wenn ich mir angucke, wie viel Datenvolumen ich hier kriege, was ja ein Schlüsselstein von Vernetzung ist. Und wenn ich mir dann angucke, sie sagen ja jetzt 5G, das macht uns alles ganz toll. Entschuldigung, wenn ich 5G mit einem Gigabyte Traffic habe, dann nutzt mir das so genau gar nichts. Also ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Meine Befürchtung ist, 5G ist schön, aber das wird dann genauso genutzt wie jetzt und versteht sich weder die Telekom noch Vodafone als Dienstleister von Daten, sondern als jemand, der unbedingt möglichst viel Geld daraus holen will, dass die Leute tatsächlich Daten benutzen, wofür es eigentlich da ist. Und da verstehe ich sehr wohl, wenn man sagt, das sollte ein Staat regeln, was er hier leider nicht tut. Ja, lassen Sie mich gleich nur zwei Sachen darauf antworten. Das eine ist das Thema, dass natürlich erstmal auch eine Menge investiert werden muss, um diese Netze aufzubauen. Also ich habe das auch selbst bei 4G und LTE erlebt und ich glaube, wir sind heute alle froh, dass wir diese Möglichkeiten haben im Netz. Und das andere ist, dass man natürlich gucken muss, wie das zustande kommt. Und also die Anwendungen sind vielleicht heute noch nicht da für ein Gigabit im Mobilfunk, aber die werden sicherlich kommen. Und es ist ja auch nicht nur die Geschwindigkeit, sondern eben auch solche Sachen wie die Latenzzeit. Das heißt, 5G ist nicht nur einfach noch schneller, sondern es hat auch andere Vorteile, das dann erst ermöglichen wird, mit diesen niedrigen Latenzzeiten zum Beispiel den Verkehr zu regeln und K2K-Kommunikation zu ermöglichen. Vielleicht der Funk und das Digitale ist eine Infrastruktursache, die jetzt so wichtig geworden ist wie wahrscheinlich Wasser und Straßen. Ja, das ist, keiner hat gesagt, dass die Politik innovationsfeindlich ist. Ich hab nur gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass immer noch die Schwerpunkte in Bereichen liegen, die uns hier nicht wirklich weiterhelfen. Das ist alles. Und klar, das Vodafone und Telekom sind Unternehmen, die funktionieren müssen im Sinne eines Profits. Ja? Und wenn das der Kunde nicht will, dann funktioniert es nicht. Zum Thema Smart City haben wir viel gehört. Smart Land interessiert mich. An den Berater die Frage, die Kommunen haben ja in den letzten 30 Jahren die Industrie aus den Städten vertrieben, aufs Land hinausgeschickt, Industriegebiete angesiedelt und die Stadt urbanisiert für Wohnraum. Jetzt sitzen die Industrien am Land draußen und haben kein Internet. Vor 30 Jahren gab es noch kein Internet. Wie sehen Sie die Entwicklung der nächsten 20 Jahre für die Industrie, die am Land gestrandet ist? Nicht so einfach. Wissensbasierte Industrie findet eher in Großstädten statt. Weltweit, die Studien sind klar, die Produktivität in Großstädten ist höher als auf dem Land. Das Thema Talente ist attraktiver, also Berlin ist schon cooler als Paderborn. Ja? Von daher schwierig. Die Lohnkostenunterschiede, wenn man dann noch in einem Land lebt, wo eben Lohnkostenunterschiede zwar da sind, aber nicht so groß da sind, dass sie den Nachteil vielleicht aushebeln könnten, weil am Ende Grundstückskosten, ja, aber wissensbasierte Industrie braucht kaum Grundstück. Klar, ein Haus in Sachsen-Anhalt ist günstiger als ein Haus in München, das stimmt. Also es gibt natürlich eben schon die Unterschiede. Aber grundsätzlich meine These, wissensbasierte Industrien werden eher in Großstädten
oder auch Großstädtenzentren, ne? Stichwort Ruhrgebiet, so Köln, Leverkusen, da Räume, ne? Man kann von Räumen sprechen, muss ja nicht eine Stadt sein, Darmstadt, Frankfurt, Wiesbaden ist auch ein Raum, als in Wanne-Eickel oder in Paderborn oder Schwedt. Also. Also meine These, ganz persönlich, es ist ein Mythos zu glauben, der hochinnovative, produktive Mensch sitzt mit seinem Laptop auf dem Balkon in Schwedt und er findet da was Neues. Das passiert so nicht. Ja. Hier gab es noch eine Frage hier vorne. Ich hätte gerne eine Abschätzung vielleicht von Vodafone. Würden wir jetzt Network Sharing konsequent vorantreiben und nehmen Wi-Fi as a fourth beer? Um welchen Faktor könnten wir jetzt die Infrastrukturkosten für Mobile Access senken? Eine grobe Abschätzung. Ich habe es ehrlich gesagt nicht 100% kostisch verstanden. Geht um Network Sharing. Also egal, ich bin immer zu der besten Basisstation verbunden, ja. Und würde auch noch den Wi-Fi als fourth beer, also ich bin immer zu dem Wi-Fi-Spot verbunden, der am nächsten ist. Dann müsste ich wahrscheinlich eine bessere Netzabdeckung haben und könnte die Infrastrukturkosten eigentlich senken. Also eine theoretische Frage. Ja, also nee, absolut richtig. Wir nutzen auch zum Teil schon WLAN-Infrastruktur oder Wi-Fi-Infrastruktur, um auch das Mobilfunknetz da zu erweitern. Das können wir schon heute machen und da werden wir auch weiter dran arbeiten in diese Richtung. Also das ist am Ende aber nur eine Technologie. Ob sie dann sozusagen die letzten Meter von der Antenne über 4G, 5G oder über Wi-Fi-Technologie vollziehen, das ist am Ende eine Optimierung, die davon von den technischen Parametern abhängt. Nee, ich meine Cross-Operator. Network Sharing. Ja, auch kostenmäßig dementsprechend. Sie müssen halt dann genauso, wie es hier gerade gesagt wurde, müssen Sie am Ende immer mehr Basisstationen haben und müssen halt näher zu den Kunden hinkommen. Und das gilt für WLAN genauso. Ob Sie dann am Ende sozusagen in jeder Straßenlaterne eine WLAN-Funkzelle haben oder eine 5G-Funkzelle, ist eine Detailoptimierung. Das hat eher mit den technischen Eigenschaften, denke ich, des jeweiligen Frequenzbandes zu tun. Ne? Also je nachdem, wo ich mich da bewege. Genau. Danke. Hier gab es noch eine Frage. Mich würde mal interessieren, wann Sie denn gedenken, das wäre jetzt eine Frage an Herrn Holz und an Herrn Bickel, wann Sie anfangen mit 5G und wann Sie dann in der Bundesrepublik auch fertig sind. Also überall dann auch fertig sind. Das würde ich jetzt weniger aus einer technischen Sicht, sondern vielleicht auch aus einer kommerziellen Sicht. Okay, Ja, also wir fangen heute an, schon das zu entwickeln. Wir haben ja auch einen entsprechenden Lehrstuhl, den wir da selbst finanzieren, schon längere Zeit. Das heißt, wir arbeiten dran, wir zeigen ja auch jedes Jahr, jetzt war gerade die CeBIT im März, die Fortschritte da und zeigen schon erste 5G-Funkstrecken. Aber auf der anderen Seite zeigt es auch, also wir waren vorletztes Jahr waren wir noch bei 10 Zentimetern, die wir überbrückt haben mit der Funkstrecke, jetzt waren wir irgendwie bei 7 Metern. Das geht schon exponentiell weiter, aber es zeigt auch, es ist noch nicht so weit. Und ich schätze mal, dass das so in den frühen 20er Jahren dann so weit wird, dass es wirklich auch kommerziell eingesetzt werden kann. Das ist auch das, was man in den meisten Studien liest, 2020, 2030, so, das ist so der Zeithorizont. Und natürlich wollen wir haben durchaus den Ehrgeiz, wie bei 4G auch wieder die Ersten zu sein. Das haben wir natürlich trotzdem. Vielleicht, ja, ich bin ja erstmal gespannt, ob wir bis 2018 die 50 Megabit schaffen. Also egal, was Firmen wollen, die Technik muss natürlich stehen und die Standardisierung läuft in 3GPP. Bis zu den Olympischen Winterspielen in Korea, da soll ein Rollout sein in Korea 2018. Für eine erste 5G-Version, die dann entsprechend der Spezifikation gehen wird. 2020 will Tokio zu den Olympischen Spielen auch 5G zeigen. Und eine Sache, die wir immer gesagt haben, auch gerade zur Stadt Berlin, zu Land Berlin, Mensch, wenn Tokio das kann, sollte Berlin das auch mal machen. Ja? Haben Sie denn Hoffnung, dass es klappt? Ja, Hoffnung stirbt nie. Da hinten gibt es auch noch eine Frage. Vielen Dank für das interessante Panel. Mein Name ist Daria Bräuniger vom Handelsverband Deutschland. Mich hat ein bisschen gewundert und dann kam es gerade noch zum Schluss als Tweet, dass das Thema Vectoring noch nicht gefallen ist bisher. Also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, die Entscheidung der Bundesnetzagentur, der Telekom, ein Monopol auf die Technologie des Vectoring zu geben.
Wir beim Handelsverband sehen das sehr kritisch, weil wir denken, dass es den Glasfaserausbau verhindern wird. Deswegen wäre meine Frage, wie Sie das einschätzen. Würden Sie sagen, lieber kurzfristig für viele Menschen ein bisschen mehr Bandbreite schaffen oder lieber langfristig denken und Wettbewerb ermöglichen? Sehr gute Frage, vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank für die Frage. Also I couldn't agree more. Das ist natürlich genau einer der Punkte, die ich am Anfang gesagt hatte, wo im Moment es so aussieht, als würden die Weichen genau in die falsche Richtung gestellt werden, nämlich in eine Sackgasse. Das heißt, es wird weiterhin auf Kupfer gesetzt. Und Sie haben es ja auch zu Recht gesagt, Kupfer ist eben kein Glasfaser. Statt sich jetzt zu überlegen, welche Technologie brauchen wir denn in 2 oder 3 Jahren und damit jetzt zu starten. Also es ist auf jeden Fall sehr falsch, auch aus unserer Sicht und aus meiner Sicht, das Thema Vectoring so zu betreiben. Hier, bitte. Ja, im Grunde genommen stellt sich auch die Frage, ob das nicht am Ende in so einem Opal-Desaster endet. Naja, das haben wir ja schon mal erlebt, die Kombination aus Kupfer- und Glasfasertechnologie, haben wir keine guten Erfahrungen mit gesammelt, würde ich sagen. Ja, vielen Dank für die sehr interessante Diskussion. Ich denke, was im Raum steht, ist auf jeden Fall, wie sehen denn die Erlösmodelle der Zukunft aus? Weil ich denke, wir reden sehr viel über Infrastrukturen, über Interessen von Städten, über Interessen von Firmen. Ich denke, was wir in diversen Branchen erleben, ist doch, Erlösmodelle müssen geschaffen werden, es müssen wirtschaftliche Interessen vertreten werden. Wie beschäftigt sich denn eine Firma wie Vodafone mit dem Thema? Weil ich denke, Infrastrukturen zu schaffen, wird nicht das Erlösmodell der Zukunft sein. Mit Infrastruktur verdient man ja erstmal, mit dem Erschaffen von Infrastruktur erstmal per se kein Geld. Nee, klar, aber mit der Nutzung dann schon. Und das ist natürlich immer natürlich beschäftigen wir uns sehr intensiv mit der Frage und das ist immer auch eine in der Vergangenheit eine Frage gewesen, wie weit geht man in die Anwendung mit rein, inwieweit stellt man nur Infrastruktur zur Verfügung. Dieses nur Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, ich finde das gar nicht so nur, das ist schon auch eine anspruchsvolle Aufgabe, die auch ein gutes wirtschaftliches Modell auch generieren kann. Auf der anderen Seite, klar, ist die Frage, wenn ich jetzt durch neue Technologie zum Beispiel einfacher zu meinem Parkplatz finde, ja, und nicht mehr so immer im Block rumfahren muss, sondern das Netz sagt mir, da drüben ist einer frei, da kannst du einfach hinfahren, dann bin ich wahrscheinlich bereit, dafür auch irgendwie einen Service zu zahlen, weil ich dann weniger Strafzettel bekomme oder weniger Parkhausgebühren bezahlen muss. Dann gibt es sicherlich Anbieter, die sowas anbieten würden. Und wer das dann genau ist, wird sich dann zeigen. Jetzt sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Ja, dann jetzt tatsächlich vielen Dank, dass Sie hier waren und uns hier Rede und Antwort gestanden haben. Danke. Vielen Dank.